Hallo, hier ist viele Feinde, viel Ehre und ich mache einen Schlachtkommentar über den Multiplayer-Schlacht bei Man of War. Das hier ist wieder ein nur Panzer-Schlacht. Unser Team kommandiert die Deutschen, wir sind insgesamt zwei. Und unsere Gegner kommandieren, glaube ich, die USA, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Schlacht besser wird als die erste, denn die erste wurde mächtig versemmelt, also meine erste Panzerschlacht, die habe ich mächtig versemmelt gegen ein paar Russen. Und zwar schien dort die Panzerung meiner deutschen Panzer ziemlich schwach zu sein, also viel schwächer als gedacht. Oder irgendwie habe ich vielleicht Fehler gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es jetzt besser wird. Und ja, also ich greife jetzt hier erstmal an der Flanke an mit meinen beiden Panzern und guck mal, ob es da was zu holen gibt. Hier tue ich mal einen Puma hin. Und ja, ich rücke... Typisch. Also ich muss den jetzt schnell zurückziehen. Okay, das war auch typisch. Scheiße, ich muss schnell zurück. Dort sind zwei gegnerische Panzer. Dann hau mal schnell ab. Hm, so ein Pech. Zwei Panzer verloren gleich am Anfang. Also irgendwie habe ich nichts anderes erwartet. Aber gut, ich darf mich nicht beschweren und versuche jetzt gleich noch was Sinnvolles zu machen. Alles klar! Gegner direkt vor uns! Dort ist ein gegnerischer Panzer. Ich hoffe mal, dass mein Panzer den kaputt machen wird. Oh ja, und ich greife jetzt noch hier von hinten an. Wird erledigt! Hier, knall ihn ab, knall ihn ab. Genial, okay, das war's wert. Also für den einen Panzer. Ich versuche hier noch zu schießen, denn der gegnerische Panzer hat bloß eine Karosseriequetschung. Und mit einer Karosseriequetschung kann man immer noch gut was kaputt machen. Also ich meine, man kann das noch reparieren. Und das mag ich mal gar nicht. Und ja, jetzt versuche ich erstmal das Ding kaputt zu machen. Ja, also aber richtig kaputt zu machen. Ja, eben, genau das habe ich erwartet. Ich bewege mich mal nach vorne. Ich muss das Ding kaputt machen. Ja, wunderbar, Rumpf wurde zerstört. Und hier ist noch ein Wagen. Ja, genial, genial. So mag ich das. Gut. Zurück jetzt erstmal. Zurück, Marsch, Marsch. Und ich hole mir einen Hetzer. Den stelle ich mal hier so hin, um mögliche Flankenangriffe. Ja, was passiert? Scheiße. Schnell reparieren. Wieso musste sich mein Panzer unbedingt umdrehen? Ich meine, ich habe ihm doch einfach nur gesagt, dass er... Naja. Egal. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich habe ja noch mehr Panzerkampfwagen. Gut, und der hier, der könnte auch repariert werden. Den hier sende ich mal hin. Aber diesmal, also es hat schon besser angefangen als die letzte Runde. Die letzte Runde, die war wirklich schlecht. Da hatte ich ziemlich viel Pech. Knall das Ding ab, Mensch. Alles klar. Knall das Ding ab. Nächster Versuch. Zerstört es doch mal endlich. Okay, also ich wurde von hinten erwischt, von einem T-34. Genau dort war er. Dann ziehe ich mich mal schnell zurück. Okay, das war wirklich unnötig. Aber gut, der hier repariert auch gerade und... Na, ich muss mir nicht allzu viele Sorgen machen. Ich versuche mal hier mit dem Puma. Darf ich den reparieren? Nee, ich darf den nicht reparieren.
Versuch mal mit dem Puma ganz schnell von hinten hier anzugreifen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und sonst warte ich einfach, bis hier der Panzer repariert ist. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass dort immer ein Panzer sich versteckt. Oh, und dort ist ein ISU 105. Oh Gott, so ein Ding schon wieder. Ich warte hier bloß, bis mein Panzertyp mal endlich fertig gebaut hat. Also fertig repariert hat. Und dann kann ich das nämlich wieder einsetzen. Oh, wunderbar, ich kann mir einen Tiger holen. Ich sende den dann mal hier hin. Der Tiger. Ich glaube, diesen Panzer kennt jeder. Sieht gut aus. Ja, ich hoffe, der hier ist auch bald... Oh ja, jetzt fehlt nur noch der Turm und die eine Kette. Die eine Kette wird gerade... Oh, und jetzt nur noch der Turm. Ich versuche den jetzt mal kaputt zu schießen. Gegner direkt vor uns! Ja, geil, ich habe die Kette zerstört. Bleibt in Bewegung! Aber jetzt die Karosserie von vorne durchzudringen, das ist praktisch unmöglich. Oh ja, geil, jetzt habe ich meinen Panzerkampfwagen 4 wieder. Geile Sache. Oh nein. Gegner direkt vor uns! Na gut. Ich hole mir jetzt mal ein... Ja, Panther, wieso nicht? Der Panther ist natürlich auch ziemlich stark. Sprenggranaten laden! Und jetzt schießen bitte wieder. Und auf die Kette. Gegner von links! Okay, mein Hetzer. Der Hetzer ist nicht so wichtig, deswegen stelle ich den mal hier auf. Der soll hier mal für Ordnung sorgen. Und derweil hole ich mir meinen Königstiger. Und mit dem Königstiger greife ich jetzt hier auf dieser Flanke an. Denn ich setze große Hoffnungen in meinen Königstiger. Oh, geil, Jagdtiger. Und was ist Sturmtiger? Achso, das ist eine Haubitze, also... Geil, ich kann mir Jagdtiger holen. Geil! Was für ein geniales Gefährt. Gegner von rechts! Sprenggranaten laden! Bin unterwegs. Genial. Oh, guckt euch diese Explosion an. Hammer, Hammer, Hammer. Was ist mit meinem Königstiger hier? Ja, der soll mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Geiles Zeug, was ich hier habe. Aber aufgepasst, hier oben ist ein gegnerischer Panzer. Gut, da soll man meinen... Na gut, also sobald der Gegner... einen Schritt zu weit nach vorne geht, dann schießt meine Hetzer auf ihn. Also mein Hetzer dort. Gut, und mein Königstiger? Ja, schieß mal. Ja, schieß doch mal hier. Dann fahr wenigstens zurück. Wieso kann... Scheiße, der Turm ist beschädigt. Alles klar. Und die Kette ist zerstört. Scheiße, ich brauch... Ich muss ihm schnell helfen. Ich habe zwar keine Angst, dass der Königstiger kaputt geht, aber ich meine... Kein Risiko eingehen. Au, kacke. Das war bloß eine Haubitze. Ich meine, wieso...
Moment. Okay, schon mal den Rumpf zerstört, nicht schlecht. Der hier... Oh je, ich glaube, ich sollte lieber aufpassen. Ich send mal hier meinen Jagdtiger hin. Und hier, ich versuche mal nach vorne zu preschen. Warte. Ich darf jetzt nicht den Überblick verlieren. Gegner von links! Gegner direkt vor uns! Oh, genial! Alles klar! Feuer! Ah, scheiße. Schieß jetzt. Schieß. Mach ihn kaputt. Also mein Jagdtiger kann eigentlich nichts kaputt machen. Dafür dauert das Nachladen ziemlich lange. Genial. Und jetzt diesen hier. Okay. Dauert nicht lange, dann ist er auch kaputt. Schieß ihn kaputt, Mann. Okay, wenigstens kann ich den jetzt reparieren. Bin unterwegs. Okay, er hat eine 88 cm Kanone. Hallo Mädels. Hallo Mädels. Gegner von rechts. Okay, ich glaube, ich hole mir einfach einen Tiger. Wo will der denn jetzt hinschießen? Nein, nein, hier soll's hingucken. Oh ja, jetzt habe ich ja diesen Panther hier. Ne, ist ein Tiger, oder? Ja, ich habe mir einen Tiger geholt. Hä? Okay, kacke. Schnell zurück. Also mein Königstiger, also sein Turm wird ziemlich schnell zerstört. Das ist schon zweimal passiert. Aber gut. Man kann es ja auch nicht ändern. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, bitte. Bitte nicht das Heck zeigen. Nur ganz normal nach hinten fahren. Genau so. Oh ja, der IS. Den werde ich mal versuchen zu umrunden. Bin unterwegs. So in etwa. Wird erledigt. So, jetzt stürme ich mal hier ein bisschen vor, um dann diesen IS beschießen zu können. Genial. Ah ne, Karosseriequetschung, egal. Schnell reparieren. Ist ja bloß eine Karosseriequetschung. Also mein Königstiger ist so eine Art Dauerpatient. Was soll's, ich send mal jetzt meinen Jagdtiger nach vorne. Die beiden können die vielleicht was reparieren. Aber mal, mein Jagdtiger soll mal jetzt was machen. Mein Jagdtiger, jawohl. Hier. Dieses Ding. Ja, Mann, der Jagdtiger ist ja mal sowas von stark. Jetzt, der Jagdtiger, verdammte Scheiße ist der stark. Oh je, der ging daneben. Der ging daneben, aber der nächste wird treffen.
Genau, so in etwa. Zieh ich mal hier hin. Ich beweg mal meinen Jagdtiger ein bisschen. Dreh dich um. Jetzt nächster Versuch. Joho, geil. Mann, der Jagdtiger, ey, der hat so eine starke Kanone, ist ja unglaublich. Und jetzt macht das Ding kaputt. Macht das Ding kaputt. Hä? Mach es kaputt. Mach es kaputt, mach es kaputt. Jawohl! Mein lieber Herr Gesangsverein. Schieß mal das Ding hier kaputt. Jawohl! So funktioniert das. Was ist mit meinem Königstiger? Sehr schön, wir haben gewonnen. Ich habe zwar gerade nicht die Ergebnisse gesehen, aber es war ja wohl eindeutig, dass wir gewonnen haben. Also ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen. Und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Tschüss.